Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch wieder ein beliebtes Rezept aus Hatay. Wir machen aus selbst hergestelltem Frischkäse eine Füllung für unsere Börekfladen. Als allererstes machen wir den Teig für unsere Börek. Dazu benötigen wir 900 Gramm Mehl, ein Ei, 2 Esslöffel Naturjoghurt, 2 bis 3 Esslöffel Öl, 15 Gramm Salz, 12 Gramm Zucker, 400 ml kalte Milch, 200 ml heißes Wasser und eine Hefe. Wir zerbröseln unsere Hefe in einer Schüssel, geben etwas von unserem Zucker hinein und etwas lauwarme Milch. Wir verrühren das Ganze so lange, bis es sich aufgelöst hat. Dann machen wir eine Mulde in unserem Mehl, nehmen etwas Mehl zur Seite und gießen die flüssige Hefe hinein und bestäuben das Ganze noch mit etwas Mehl. Dies lassen wir so circa 10 bis 15 Minuten stehen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Und so sieht die Hefe nach 15 Minuten aus. Und wir machen direkt weiter. Wir nehmen das heiße Wasser und gießen es in die kalte Milch. So bekommen wir eine lauwarme Mischung. Dann geben wir Salz, Zucker, den Joghurt, das Ei und etwas von unserer Milchmischung zum Mehl. Wir vermischen das Ganze kurz miteinander und geben nach und nach unsere Milchmischung hinzu. Wenn nun die ganze Milch hinzugegeben wurde, kneten wir das Ganze 6 bis 7 Minuten lang zu einem glatten Hefeteig. Dann gebe ich noch das Öl hinzu und knete nochmals 2 Minuten. So, unser Hefeteig ist fertig. Wir haben eine schöne, weiche Konsistenz. Nun geben wir das in unsere Teigschüssel. Dies öle ich etwas ein und gebe meinen Teig hinein. Dann schlage ich es ein, zweimal ein und gebe den Deckel auf meine Schüssel und gebe die Schüssel an einen warmen Ort zum Gehen, ca. 20 Minuten. In dieser Zeit bereiten wir unsere Füllung zu und dazu benötigen wir selbstgemachten Frischkäse, 1 Esslöffel Paprikamark, 1 Teelöffel Kümmel, 1 Teelöffel Blattpaprika, 1 Teelöffel Salz, 1 Esslöffel Thymian, 1 bis 2 frische Tomaten, eine halbe Gemüsezwiebel und 50 bis 60 ml Olivenöl. Den Thymian gebe ich in ein Sieb und überbrühe diesen mit heißem Wasser. Erst dann gebe ich ihn zum Frischkäse. Dann kommen noch die restlichen Zutaten hinzu, wie Paprikamark, Kümmel, Paprikapulver und Salz. Das Ganze wird jetzt gut miteinander vermischt. Die Herstellung von diesem Frischkäse zeige ich euch ausführlich in einem separaten Video. So sollte die Mischung aussehen. Nun kommt noch die Zwiebel hinzu, die wird ganz fein gehackt und mit dazugegeben. Dann schneiden wir eine frische Tomate in ganz feine Würfel und geben sie auch dazu. Zu guter Letzt kommt das Olivenöl hinein, so ca. 50 ml. So, unsere Mischung ist fertig. Die geben wir jetzt zur Seite und schauen nach unserem Teig. So sieht unser Teig aus. Wow, wunderbar aufgegangen, schön fluffig. Diesen schlage ich einige Male ein und schneide mir kleine Kugeln daraus. Ich fette meine Arbeitsfläche und gebe die Kugeln auf diese Fläche. Die Teigbällchen haben ca. 45 Gramm. Beim Portionieren der Kugeln schlage ich diese einige Male ein und forme sie zu einer glatten Kugel.
Nachdem wir unseren Teig portioniert haben und die Teigbällchen etwas ruhen konnten, gehen wir über und formen unsere Börekfladen. Dazu nehmen wir ein Teigbällchen, fetten unsere Arbeitsfläche vorher gut ein und ziehen sie kreisförmig, so groß wie ein Kuchenteller oder vielleicht etwas größer, auseinander. Dann ziehen wir den Teigfladen wie eine Ziehharmonika zusammen und zwirbeln einmal den Strang und formen ihn zu einer Schnecke und geben diese zur Seite zum Ruhen. Nun können wir auf die gut aufgegangenen Schnecken den Belag darauf geben. Die Schnecken drücken wir etwas flach, damit der Belag auch drauf bleibt. So verteile ich mit dem Löffel so circa einen Esslöffel auf jeden Teigfladen und drücke das nachher von Hand nochmal gut auf den Fladen drauf und vergrößere den Fladen dadurch. Alle Teigfladen sind jetzt belegt. Wir geben das Blech jetzt nochmal 5 bis 10 Minuten zum Ruhen und backen sie dann bei Heißluft 200 Grad 8 bis 10 Minuten goldbraun. So ihr Lieben, das war's wieder heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mich über eure Likes und Kommentare sehr freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!